Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Herzi Warlord und ja, heute geht's hier weiter. Aber eine kleine Sache habe ich noch. Den tun wir kurz mal weg. Wie schon gesagt, ich habe die Teile bekommen. Hier ist die Rechnung, die braucht ja kein Mensch. Vorbereitung. So, Leute, hier sind sie. Schöne Teile. Sehen echt wirklich super aus. Wir werden das mal aufmachen. Ich hole mal eins raus. Super, oder? Also ich stehe da ja völlig drauf. Sieht richtig geil aus, ja. Richtig schöne, gefräste Aluminiumteile. Echt Hammer, ja. Obergeil. Das Einzige, was ich halt ein bisschen... Aber das mussten sie... Das hätten sie ein bisschen dicker machen können. Den Zwischensteg hier. Zumindest hier. Bei diesen Seiten, da hätten sie es ja nicht so ausfräsen müssen, da hätte das Ganze ein bisschen bessere Stabilität, weil ihr seht, da ist es ziemlich dünn. Ja. Aber naja, wir wollen ja nicht hier mega Sprünge mit den Dingern machen, das hatte ich ja anfangs des anderen Videos schon gesagt. Ja. Ist eher nur noch so ein Anschauungsobjekt und halt natürlich auch für die Straße. Für die Straße, damit kann man natürlich noch mal ein bisschen rumfahren, das ist ja ganz klar. Aber naja, wie gesagt, irgendwann verliert man vielleicht auch die Scheu und es ist einem scheißegal und man fährt mit dem Ding immer im Dreck. Ich kenne mich. Aber naja, gut. Okay, hier sind noch Tüten von den anderen. Dann tun wir das mal mit dazulegen. So, aus dem Auge, aus dem Sinn. So, ich hole mal den guten Sledgehammer. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Oh. Ja, die Lampe ist jetzt auch leer. Die habe ich angelassen. Naja, die war sowieso leer. Ja. Wundert mich, dass die überhaupt noch geklimmt hat. Ja, wir machen mal hier den Reifen los. Ich hoffe, ihr seht alles, aber ich werde das Auto gleich wieder ein bisschen mehr in Position rücken, dass das alles besser sichtbar. Erstmal die Reifen ab. Ja, ich freue mich. Sieht bestimmt super aus, der Savage, mit diesen Aluteilen. Okay, auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Sache, wie gesagt, ins Gelände kann man dann halt eigentlich mit dem Ding nicht mehr gehen. Das ist halt auch ein bisschen... Ja, traurig. Aber naja, wenn man unbedingt heizen will, kann man ja zumindest hergehen. Ups, das ist der falsche. Und kann das wieder umbauen. Zum Beispiel. So, ich bin gespannt, was ich hier hinten alles losschrauben muss. Also wie gesagt, ihr seid jetzt mal kurz dabei, danach mache ich hier einen Schnitt. Und ja, wie gesagt, das habt ihr vorne, habt das ja schon gesehen. Und naja, ist glaube ich ein bisschen langweilig, jetzt nochmal dasselbe hinten. Weil so viel erzählen kann ich sowieso noch nicht, weil meine Stimme ja nicht dementsprechend fit ist. Deswegen kann ich auch noch nicht babbeln im Wasserfall. So. Ja, ich habe einen neuen Rechner. Das war ja auch noch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und ja, der hat jetzt natürlich dieses ominöse Windows 8 Betriebssystem. Ist natürlich wunderbar. Und jetzt ist mir auch noch gestern, sag ich schon,
vor 2 Wochen mein Router abgefackelt. Der ging nicht mehr, jetzt habe ich einen neuen. Da ich ja hier sowieso in diesem Kaff, wo ich wohne, eine super Internetverbindung habe. Wollte ich gestern schon, also normalerweise wären jetzt schon 1 oder 2 Videos online, aber tja, hat alles nicht so funktioniert. Warum? Ja, jetzt mit dem neuen Router, ich weiß es nicht. Ich habe gestern, war halt ein Rechner, also von meiner Frau, die war im Internet. Ich wollte das Video hochladen, ja, und gleichzeitig auch noch GTA Online spielen. Und ja, es ging gar nichts, ja. Ich habe erst gedacht, na gut, Server vielleicht platt bei GTA, weil das auch nicht funktioniert hat. Ja, dann habe ich auf den Computer geguckt, da kam kein Google mehr, da kam nichts mehr. Sag ich, Alter, was ist denn das? Ja, aber scheinbar packt das der Router nicht, oder ich sag mal, meine Internetverbindung packt das nicht, weil, wie gesagt, ich wohne auf dem Lande. Ja, ich habe eine fucking verfickte 8000er Leitung. Ja, und das ist einfach für diese ganzen Sachen und für diese Hardware, die ich besitze, scheinbar ja, zu viel. Ja, ich musste das Video rausschmeißen, habe dann nochmal probiert, dann konnte ich online auf jeden Fall zocken, GTA. Meine Frau konnte auch wieder ins Internet. Ja. Und naja, dasselbe Spiel dann heute auch nochmal. Heute Morgen habe ich es dann auch nochmal probiert. Kannst du vergessen, funktioniert nicht. Ja. Also irgendwie ist die Internetverbindung viel zu klein oder sie packt es auf alle Fälle nicht, wenn ich online spielen will und auch noch ein Video hochladen will. Das ist einfach zu viel, es sind zu viele Daten, das steckt meine Internetverbindung leider nicht weg. Ich habe das dann so gestern abgebrochen, habe das heute nochmal probiert. Heute genau dasselbe Problem schon wieder. Okay, ich kann zwar online spielen, aber das ist alles nur da rumgeklitscht. Das sagt mir also, wenn das sonst nicht der Fall ist, dass das einfach mit meiner Internetverbindung nicht funktioniert. Ich kann also immer nur eine Sache, entweder GTA online spielen oder halt mein Video hochladen. Ja, deswegen die Verzögerung und ja, jetzt ist das erste Video, ist gerade am Hochladen, das ist gleich fertig. Und ich kann euch sagen, das ärgert mich zu Tode, ja. Jetzt habe ich gedacht, das liegt vielleicht am Router, aber ich glaube eher, dass es echt an meiner Internetverbindung liegt. Weil dass der andere Router auch nicht mitgemacht hat. Jetzt sagen dann schon wieder viele oder auch ein paar Kumpels von mir sagen, ja, sei doch froh, dass du überhaupt eine 8000er Leitung hast. Ja, wie gesagt, bin ich ja auch froh, dass ich wenigstens 8000 habe. Meine Mutter unten, die ist bei der komischen Telekom, ja, die hat nur das kleinste Paket, bei der kommt 2000 an. Die kann Internet sonntags komplett vergessen, ja. Da muss sie erst, wenn sie bis sie drin ist, eine halbe Stunde, Stunde warten. Aber gut, das ist ja, sage ich mal, dann wieder eine Sache des Kostenfaktors, ja. Das ist ja bei mir nicht so. Ich habe halt alles, was geht. Mehr als 8000 kriege ich halt bei mir hier auf dem schönen Lande einfach nicht gebacken. Ja. Meine große Hoffnung und die Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt, meine große Hoffnung ist, dass die Hauptstraße, an der ich ja wohne, ne, ja, ist natürlich auch in einem katastrophalen Zustand, auch ins nächstgrößere Ort. Und Base jetzt schon, Moment, schon dreimal die Straße vermessen haben, zweimal richtig und dann auch schon zweimal komplett ausgebessert haben, ist ja meine Hoffnung, dass wenn die Straße komplett gemacht wird, dass so sind auch die Spekulationen, dass ich dann vielleicht Kabel bekomme. Und ja, wenn das wirklich so sein sollte, dann hat sich das mit dem langsamen Internet komplett erledigt. Dann glaube ich, funktioniert alles perfekt. Aber
bis dahin ist, glaube ich, noch ein langer Weg, weil ich glaube nicht, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Tja, so. Das hätten wir schon alles mal ausgebaut. Das ist schon mal sehr schön. Also, jetzt werden wir mal hier vorne noch mal den Imbus rausmachen. Wie gesagt, ich habe natürlich auch nicht meinen Imbusknochen gesucht. Das ist mir immer noch ein Rätsel, wo dieser Imbusknochen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber naja. So, ich hoffe, ich bin im Bild. Ich habe mir die ganze Zeit nicht geguckt, ob ich im Bild bin. Ich weiß nur, dass das Akku langsam aufgibt. Aber das ist jetzt auch schon lange drin. So, ihr seht, wenn man so ein bisschen jetzt schon weiß, woran, wie es funktioniert, geht alles auch relativ schnell. Und wie gesagt, ich hatte ja gestern, glaube ich, erwähnt, ich glaube 20 Minuten oder maximal 25, die waren es nicht, habe ich gebraucht, um so die Querlenker zu tauschen. Das ist sehr schön. Jetzt machen wir das hier auch noch. Ja, Internet. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall mein einer RC-Kumpel Lyko aus der Schweiz. Ja. Also wenn, wo ich mich mit ihm schon unterhalten habe, wenn er dann ein Video hochladen möchte, ja, was weiß ich, was eine halbe Stunde oder so läuft, und er mir die Zeiten sagt, bis das dann online ist, ja, da kann ich eigentlich nur von träumen. Ja. Also wie gesagt, wenn ich ein Video hochlade, ganz ehrlich, bei meiner Internetverbindung, wenn jetzt nichts an ist, ja, also nur der Rechner, um das Video auf YouTube hochzuladen, und das Video, sagen wir mal, ist so 35 Minuten lang, dann lade ich da meistens 4 Stunden lang hoch. Ja, und noch nicht mal in HD. In HD, ich habe es einmal in HD probiert, ja, dann zeigt der Computer mir da, was weiß ich, 10 Stunden oder so an. Und deswegen, Leute, kann ich auch kein Video in HD hochladen, weil ich einfach meine Internetverbindung das einfach nicht hergibt. Das ist einfach nur zum Kotzen. Ja. Das ist traurig. Wenn ich dann das bei anderen Leuten sehe, ja, da werde ich dann doch ein bisschen neidisch. Wie gesagt, ey, also für ein 35, deswegen ist das bei mir meistens so, wenn ich ein Video hochlade, was unter 30 Minuten ist, da komme ich manchmal, je nachdem wie die Verbindung ist, auch so mit 2,5-3 Stunden hin. Ja, wenn ich mal Glück habe. Ansonsten, nach oben hin sind bei mir da keine Grenzen offen. Das ist halt immer sehr traurig. Aber was will man machen? Ich kann es halt nun mal nicht ändern, gell? Auf jeden Fall eine Sache ist auf dem Aufkleber, mach ich auf alle Fälle mal raus. So, eine Sache steht auf jeden Fall schon mal fest, Leute. Die Teile sind auf jeden Fall wunderbar gearbeitet, ja, weil die Schrauben und alles, das passt. Also ich muss nicht nochmal umsetzen. Diese Schrauben setzt du an und die Schrauben gehen sofort easy going rein und sitzen komplett gerade. Also wirklich super Teile. So, wenn wir das auch erstmal lösen. So, mittleres hatte ich ja gesagt, machen wir in die Mitte, machen wir es rein. So, wo sind die zwei? Oder hängen die immer zusammen? Na ja, gut, dann eben nicht.
So. Noch ein bisschen weiter reindrehen. Jetzt wieder der Vorführeffekt. Ohne Kamera ging das natürlich wesentlich leichter. Aber naja, das kennt ihr sicherlich alle. Okay. So, könnt noch ein bisschen reindrehen. Jo, sehr schön. Das war der erste Streich. Ihr seht, Leute, es geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Moment, jetzt bin ich natürlich aus dem Bild. So, seht ihr, einfach ansetzen. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, super Sache. Lässt sich wirklich einwandfrei also ohne Kamera eben, ja, das heißt eben gestern ging das wesentlich leichter. So, fertig, Leute. Super Sache, oder? Jetzt machen wir die Dinger wieder rein. Na, komm schon. Das Akku gibt langsam auf. Ich mache mir hier kurz einen Schnitt. Jo, kurzer Schnitt, mal kurz Akku gewechselt und das andere ans Ladegerät gehängt. Ich will hoffen. Oh je, das ist auch nicht viel voller. Naja, gut. Okay. Aber naja, das andere wird nicht lange brauchen. 20 Minuten, glaube ich. So, wo haben wir stehen geblieben? Die Dinger sind dran. Achso, wir haben hier die Schrauben noch nicht fest. Oh je, das Akku macht es wirklich nicht mehr lange. Hoffentlich. Aber naja, gut, ich habe ja nicht viel zu schrauben mehr. So. Ja, Leute, habt ihr es gesehen? Akku leer. Ah, naja, das ist jetzt nicht so tragisch. Gut, das liegt doch jetzt schon ewig lang hier unten rum, der Kram. Und von daher ist das eigentlich normal. Nicht so schlimm. So, jetzt muss ich erst nochmal die Welle da reinmachen. Und die Kugelköpfe einschrauben. So, also ohne Scheiß, Leute, gell? Das ist einfach,
Also das habe ich bis jetzt in so Kunststoffteilen noch nie gehabt, dass das so perfekt, zack, sitzt. Ist gerade einwandfrei. Also wirklich, Hut ab. Finde ich saugeil. Wenn ich das so bei Ansmann sehe, ja, dann ist das ein Graus manchmal gewesen, das da gerade reinzuschrauben. Ey. 100 Mal angesetzt und dann doch wieder Schepp. Aber hier, das haben wir hart. Na ja, gut. Ist doch schön, wenn es mal funktioniert. So, wie gesagt, das ist halt hier mit dem. Mit dem Imbus, das ist. Ja, gut, ich könnte oben in die Werkstatt gehen und könnte mir da einen anderen Imbus holen, aber. Schon ein bisschen ist das Schmutz. Na, geht. Auch diese Kunststoffeinsätze, muss ich auch sagen, gehen gegenüber Ansmann, wo man das da so erstmal reinfuddeln muss, wesentlich leichter. So, Moment. Feste. So. Ja, ich denke, das ist gut so. So, jetzt bräuchte ich noch mal meine lange Schraube. Ist jetzt ein bisschen okay, sitzt. Ja, dieser Auspuff, der stört ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. Jawohl. Super Sache. Wieder der falsche, ich greife immer die falschen. 5,5. Jo, Leute. So, ihr seht, ich weiß jetzt nicht, meine Uhr ist stehen geblieben. Und ich habe heute leider keine andere Uhr hier unten, so wie gestern. Ich müsste hier mal eine neue Batterie reinmachen. Die Uhr steht immer noch auf 8:45. Ja, aber wie gesagt, das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Ja. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die andere Seite auch gemacht ist, wie gesagt. Das war eigentlich auch schon überflüssig. Ihr wisst ja, ihr wisst selber, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe heute mal wieder Bock, ein Video zu machen. Okay, ein kleiner Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. Jo, Leute. Ihr seht, fertig. Der Thunder Tiger Sledgehammer S50 hat jetzt die RPM-Querlenker. Ich finde, sieht super aus, ja. Passt klasse zu dem anderen blauen. Ja, und soll ja angeblich um Vielfaches stabiler sein als die herkömmlichen Querlenker. Wir werden sehen. Naja gut, wenn ich dann so Sprünge mache von 10 Meter Höhe oder so. Ja, Scherz beiseite. So, ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ja,
wie gesagt, selbe wie hinten, ja, selbe Video. Aber ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ich habe ja auch noch ein bisschen einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählt und meinen Internetverbindungen, ja, dem Dreck. Okay, wenn es euch gefallen haben sollte, würde es mich freuen. Könnt mir einen Daumen da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein, euer RC Warlord. Macht's gut, ciao.